Boah, krass, guck mal. Ich sag euch, das ist hier in einer sehr, sehr gute Stelle. So Leute, ich habe hier irgendwie was in der Hand für euch. Krasse grüne Verfärbung. Ich glaube, das ist eine Erkennungsmarke. So was habe ich noch nie gefunden. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder ab auf die Schatzsuche. Ja, heute geht's wieder los zu dieser alten Mühle, wo wir schon mal waren, wo wir das Koppelschloss gefunden haben, wo wir ja diese alte dänische Münze gefunden haben, aber auch eine Münze aus der Preußenzeit. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, bis zum ersten Signal und Fund. So Freunde, ja, ich bin hier heute wieder unterwegs an der alten Mühle. Wie man sehen kann, hier wurde umgepflügt. Das bedeutet, heute wird es ein bisschen anstrengend vom Laufen her. Aber da kommen natürlich jetzt wieder neue Funde. Ich habe heute ein paar Sachen vorbereitet, bin gespannt, was ihr sagt. Unter anderem lädt gerade eben die Fernbedienung von dem Expedeos. Und ich habe heute dieses Tool mit dabei. Das bedeutet, das hier sind eigentlich die WS4-Kopfhörer. Und das benutze ich heute als Bedienteil, also sprich als Fernbedienung. Mal gucken, was ihr sagt und ob ihr das überhaupt kennt. Und würde ich sagen, los geht's. Und ich bin gespannt, was hier noch kommt. Wie gesagt, letztes Mal richtig tolle Funde gemacht. Und dort hinten könnt ihr die Mühle erkennen. Und ich habe heute richtig Laune im Wetter. Ist wunderbar. Ja, da hinten ist auf jeden Fall jetzt wieder die Mühle. Ich bin auf jeden Fall derzeit in Klärung, dass wir da diese Fläche genehmigt bekommen. Mal schauen, ob das losgeht und wann. Manchmal dauert das ja immer so ein bisschen. Aber naja, ich bin auf jeden Fall dran, ich bin am Ball und dann würde ich sagen, los geht's bis zum ersten Fund und Signal. So, ab geht die Post auf jeden Fall. Helikopter über mir auf jeden Fall auch am Start, wie man vielleicht im Hintergrund hören kann. Der sucht bestimmt schon wieder nach veganen Raubgräbern. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwann mal deutschlandweit irgendwie einheitlich regelt. Das ist echt traurig, besonders da man hier so ein schönes Hobby eigentlich hat und ja, eigentlich immer gewollt ist, beziehungsweise die meisten, mit der Archäologie zusammenzuarbeiten. Ich habe heute auf jeden Fall einen anderen Spaten mit dabei, und zwar den Nocta Macro Premium Spaten. Finde ich ziemlich geil, weil du den in zwei Teile einfach aufteilen kannst und so besser transportieren kannst. Dann guckt nicht irgendwie so ein langer Spaten hinten aus dem Rucksack. Das nervt mich persönlich ziemlich beim Transport. Und ja, er hat hier auf jeden Fall auch eine wesentlich größere Schaufel hier vorne. Ist ein bisschen breiter. Und ich denke, das wird heute wie Butter reingehen. So, eingerastet und dann können wir ausrasten. So, wie ihr sehen könnt, die Fernbedienung, die habe ich auf jeden Fall mit dabei. Ich habe die vergessen aber zu laden, deswegen, ich habe immer eine Powerbank mit dabei. Und wenn die jetzt ein bisschen aufgeladen ist, dann geht es auch damit weiter. Dennoch wollte ich euch auf jeden Fall dieses Bedienteil zeigen. Ich finde das mega cool, dass man so gesehen einen Deus hat in einer Light-Version. Und das ist natürlich auch wesentlich günstiger. Also wenn ihr den auf dem detektor-shop.de einfach euch mal anschaut, da verlinke ich euch natürlich auch das Modul und so weiter. Und da können wir jetzt die Kopfhörer anschalten. Wir können hier einfach die Kopfhörer anschalten. 4.1 ist meine Version, mit der ich einfach laufe. Und dann können wir hier einfach durchgehen. Wir können hier die Diskriminierung alles einstellen. Sense, Ground Belongs, Frequenz und so weiter. Und natürlich auch, welches Programm wir wählen. Ich laufe auf Programm 2. Jetzt geht es eigentlich dann auch schon direkt los. Wir starten erstmal mit dem Modul für die Light-Version. Und ich finde, das ist ziemlich geil. Und ich habe bisher noch nicht einmal im deutschen YouTube World Wide Web gesehen, dass es eigentlich das hier mal gezeigt wird. Und ich finde, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Also, wie gesagt, die Fernbedienung kostet halt einfach super viel Geld. Und wenn man halt einfach damit geht, das ist natürlich echt richtig cool. Jetzt kann man hier an der Seite einmal die Kopfhörer anstecken. Also sprich Kabelkopfhörer, jede beliebigen. Und ich nehme jetzt einfach mal meine vom Handy. Ja, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, hier unten einfach dann die Kopfhörer rein. Und dann müsste eigentlich auch gleich ein Ton kommen. Warte mal. Jo, funktioniert doch wunderbar. So, dann testen wir auf jeden Fall jetzt das mal aus. Also nur mal so nebenbei. Der MI6, der verbindet sich jetzt auch mit diesem Bedienteil. Also ihr habt darüber jetzt auch den Ton. Das ist ja mega geil. Okay, los geht's. Erinnert mich so ein bisschen an die Anfangszeiten, als ich da mit meinem Bounty Hunter Discovery 3300 rumgelaufen bin. Aber ja, hab auf jeden Fall richtig Bock. So, los geht's, Leute. Also hier, da soll er sein. Jo. Da ist auch. Ist auf jeden Fall Landwirtschaft. Und ich wollte trotzdem einfach mal schauen. Wie gesagt, weil hier auf dieser Ecke lagen echt tolle Sachen. Deswegen weiter geht's, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dann gebt mir auf jeden Fall gerne mal ein Like. Bin wirklich sehr gespannt, was ihr zu dieser Version hier sagt. Dann würde ich sagen, weiter geht's. So, ein sehr, sehr, sehr schönes, klares Signal. Da soll er sein. Gucken wir
natürlich zusammen rein. 85, das ist das Schöne. Ihr könnt halt trotzdem hier auf dem Display diese Leitwerte halt erkennen. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, da man halt einfach vielleicht nicht unbedingt sofort immer das Geld hat für 600 Euro. Na, hier haben wir das nächste Fundobjekt. Boah, krass, guck mal. Ich sag euch, das ist hier eine sehr, sehr gute Stelle. Das ist ja richtig geil. Und das könnt ihr mal sehen. Guck mal, haben hier schon wieder einen Uniformknopf aus der Preußenzeit, dass hier noch wesentlich mehr liegt. Also ich muss auf jeden Fall mit der Fernbedienung gleich ran, dass ich hier vielleicht nochmal ein bisschen was einstelle. Aber das ist natürlich echt sehr, sehr, sehr geil. Also sprich der dritte Fund und jetzt gleich wieder so ein toller Uniformknopf aus der Preußenzeit. Also hier liegt bestimmt noch mehr. Hier liegt auch hundertprozentig Silber, deswegen weiter geht's. So, Freunde, der erste, ja, schöne Knopf eigentlich von heute, und zwar ein preußischer Militärknopf. Das wundert mich überhaupt nicht, denn wir haben hier ja schon solche Funde machen können. Und das finde ich irgendwie total spannend. Also das fasziniert mich immer wieder. Warum liegen jetzt so dann doch zentriert solche Funde auf einmal an dieser Stelle? Aber mal gucken, was diese Fläche noch bringt. Und ich wünsche euch ja weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und würde ich sagen, weiter geht's. Ich habe euch auf jeden Fall jetzt einmal gezeigt, wie das hier funktioniert, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn ihr da noch ein weiteres Tutorial richtig gerne sehen möchtet. Ich will das hier nicht in die Länge ziehen, dann guckt auf dem YouTube-Kanal Detektoren Shop einfach vorbei. Ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung drin und auch angepinnt, so gesehen in den Kommentaren, weil dann werde ich da nämlich immer mehr Videos machen über Tutorials und so weiter, damit wir hier einfach sondern können. So, Fernbedienung scheint auf jeden Fall aufgeladen. Dann würde ich sagen, los geht's. Ich habe richtig Bock, Mann. Da kommen noch mehr von mir, echt, da bin ich mir sicher. Kupfgestein, okay, weiter. So, nächste, Leute. Das würde ich nicht sofort als Müll betiteln. Das sieht aus wie ein Überrest von irgendwas. Okay, gut, weiter. Wisst ihr, was mir auffällt? Dass hier viele Tonscherben liegen. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber vielleicht habt ihr ja eine Ahnung. Guck mal. Aber so eine Tonscherben und so weiter, das ist natürlich ein guter Indikator. Also ich habe auch in dem letzten Video, wo ich hier unterwegs war, viele, viele Kommentare bekommen. Auf jeden Fall Dankeschön nochmal dafür. Wie gesagt, super tolles Feedback auf jeden Fall. Ja, wer weiß, was hier noch alles liegt, ne? In so kurzer Zeit ist also sehr, sehr auffällig auf jeden Fall. Okay, wieder Koksgestein. Naja, egal. Da wird noch was kommen. Also drück mal die Daumen. Juhu! Weiter geht's auf der Schatzsuche hier. Na? Was haben wir denn hier? Yay, cool. Den ersten wunderschönen Knopf, Leute. Wasserseenbronze. Genau das, was wir haben wollen. So eine Art. So ein Fundbild ist super. So, Leute, jetzt haben wir hier irgendwie den nächsten Fund. Ich bin mir ziemlich unschlüssig, muss ich sagen. Also man kann hier auf jeden Fall so ein, zwei Sachen erkennen. Vielleicht Manschettenknopf mal gewesen, weil hier hinten, ja, ist eine Befestigung. Und vielleicht war der irgendwie mal ein bisschen versilbert oder so. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also, oder einfach nur ein Knopf. Auf jeden Fall kann man so ganz leicht gepunktetes hier oben ja, so feststellen. Aber kann ich da echt nicht zu sagen. Also irgendwas war da mal drauf. Auf jeden Fall eine Art Knopf oder Manschettenknopf. Und wie sagen, weiter geht's. Ich würde mal sagen, es ist ein neues Lieblingsfeld, neue Lieblingsackerfläche. Wenn jemand mal Lust hat und hier für diesen Bereich eine Genehmigung hat, kann er gerne mitkommen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. So, guck mal hier, was ganz, ganz, ganz Feines. Und zwar irgendwie ein Fragment mit Herzen drauf. Sehr schön eigentlich, muss ich sagen. Aber wozu das gehört hat, keine Ahnung. Ja, trotzdem irgendwie ein schöner Fund, muss ich sagen. Denn das ist auf jeden Fall älter. Und ich hätte gerne gewusst, was das jetzt im Gesamten wäre. Krass, okay. Ja, es wird hier noch interessant, Leute. Also da bin ich mir sicher. Und ich glaube, umso näher ich an die Mühle kommen würde, umso besser. Weiter. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ist dieser Spaten hier auf jeden Fall mega krass. Also ich brauche da gar nicht so viel graben, zwar heute bei diesem Boden, aber ich habe ihn jetzt schon auf Wiesen ausgetestet und hier auch auf dem Acker. Und wie gesagt, das ist echt ein Monsterteil. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Equipment und so, wie gesagt, dann einfach auf dem detektor-shop.de vorbeischauen.
Ja Leute, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal ein, zwei Bahnen gezogen. Ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden bisher mit dem, was eigentlich gekommen ist. Wie gesagt, ein richtig schöner Knopf aus der Preußenzeit, dann eine Musketenkugel, dann noch ein Knopf von einem alten Landwirten. Also alles so, was so 1800 auf jeden Fall plus minus angeht, finden wir hier. Und da wird auch wesentlich mehr kommen, bin mir sicher. Und wenn wir uns dann irgendwie dann nochmal Richtung Mühle vorarbeiten, dann kommt da bestimmt noch mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt hier noch irgendwie Silber oder sowas finden. Ich bin gespannt, ich kann euch nichts versprechen, aber lasst mir gerne ein Like da und schreibt gerne einen Kommentar, was ihr denn noch so vermutet, was hier kommt oder habt ihr irgendwelche Ideen, was ich noch machen soll? Soll ich irgendwie vielleicht nochmal anliegende Felder oder so dann doch nochmal testen? Auf jeden Fall seid ihr immer gefragt, deswegen immer fleißig die Kommentare nutzen, dann würde ich sagen, weiter geht's. Oh, ich sehe da was, guck mal. Das sieht schon wieder aus nach Knopf oder so. Da könnt ihr das sehen. Da schnapp ich es mir doch mal direkt. Mal gucken, ob ich was drauf erkennen kann. Krasse grüne Verfärbung. Hinten auch die Öse. Also ich verbleib mal so. Wenn ich da wirklich was drauf erkennen kann im Nachhinein, dann blende ich es euch ein. Denn ich möchte hier nicht großartig rumreiben, was kaputt machen. Da mache ich das lieber mit Wasser ein bisschen sauber und blende euch das ein, wie gehabt. Ja, und vielen Dank auf jeden Fall auch für die Resonanz, dass ihr immer so sagt, okay, das gefällt mir richtig gut mit dem Einblenden. Ich versuche immer so einen gesunden Mix zu machen, dass es euch nicht langweilig wird. Okay, weiter. So Leute, ich habe hier irgendwie was in der Hand für euch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier haben. Oh, das sieht mal wieder aus nach einem Knopf. Den hast du aber schon ordentlich mitgenommen. Ich würde sagen, das ist... Warum ist denn der so deformiert? Okay, interessant. Hätte ein Überrest von einem preußischen Militärknopf sein können. Gut, weiter. Da haben wir was. Oh, was ist das denn? Ach, wie cool ist das denn, Leute? Das passt ja sowas von gut. Ach, wie cool. Hammer. So, Freunde. Wir haben hier schon wieder einen... Ach, guck mal, da ist sogar eine Initiale drin. Das ist ja mal ein Ding. Ich weiß nicht, ob das typisch ist. Also, wir haben hier wieder einen Fund aus der Preußenzeit und zwar einen sogenannten Koppelhaken. Das ist aber nur ein Teil davon, denn der ist abgebrochen. Das bedeutet, das andere Teil liegt hier irgendwo. Ich blende euch das gleich ein, damit ich euch das besser erklären kann. So Leute, hier habt ihr nochmal den Fund und zwar der preußische Koppelhaken nennt man das, glaube ich. Und den habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gefunden und ich finde die auch immer wunderschön, muss ich sagen. Weil hier nochmal so eine Art Gravierung drin ist und das scheint irgendwie personalisiert zu sein. Also das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Damit ihr aber euch überhaupt vorstellen könnt, wie das überhaupt im Gesamten aussieht, zeige ich euch einmal hier so einen Vergleichsfund. Und zwar ist es genau dasselbe Modell, wie ihr erkennen könnt. Ne? Hier hinten, wie gesagt, das war dann so rangenäht. Und außer, dass hier das irgendwie so ein bisschen anders ist. Und dann war hier, wie gesagt, dann vorne nochmal dieses Zeichen mit der Krone, dieser preußischen Krone. Und der ist halt jetzt hier auch zusammengedrückt. Normalerweise kann man das hier einhaken. Aber ich werde euch jetzt einfach mal was zeigen, was ich eigentlich doch ziemlich faszinierend finde. Denn wir haben jetzt so gesehen an dieser Stelle von einer kompletten preußischen Uniform alle Teile gefunden. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr jetzt hier ganz gut erkennen, dass wir halt einmal diesen preußischen Koppelhaken gefunden haben. Der befand sich damals hier an dieser Uniform. Dafür könnt ihr jetzt einfach mal das Bild einfach mal sehen. Da kann man auch mal erkennen, wie das ungefähr eingenäht war und welche Funktion das hatte. Und zudem haben wir ja auch heute nochmal diesen militärischen Preußenknopf gefunden. Und das ist natürlich auch wieder ein Bestandteil von einer preußischen Uniform gewesen. Die Knöpfe waren da natürlich dann ein bisschen mehr an der Zahl, dementsprechend vielleicht auch kein Wunder, dass man die mal verloren hat. Aber weil wir in dem einem Video, als wir auf dieser Fläche schon mal unterwegs waren, noch einen anderen preußischen Militärknopf gefunden haben, können wir auch auf diesem Bild erkennen, dass der oben am Kragen war. Und ich finde, das ist wirklich total spannend, jetzt zu sehen, okay, wir haben von einer kompletten Uniform die verschiedensten Teile dann doch irgendwie gefunden. Also einmal vom Kragen, einmal von vorne zum Zugknöpfen und dann nochmal der Koppelhaken. Und somit kann man dann doch wirklich erkennen, dass wir einfach, sag ich mal, eine komplette Knöpfe und Koppelhaken einer preußischen Uniform gefunden haben. Das ist total spannend, finde ich. Besonders auch nochmal dieser Koppelhaken und der war ja auch an der Seite drin. Jetzt habt ihr das auf jeden Fall mal gesehen, wie das ungefähr aussah. Und ich freue mich auch immer darüber, dass man so eine Vergleichsbilder einfügen kann. Die Quelle habe ich natürlich mit eingefügt. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Und wie gesagt, es ist doch immer wieder total spannend, wie dann doch sich alles als ein gesamtes Fundbild dann doch ergibt. Ne? Okay,
Ja, super cooler Fund auf jeden Fall. Hier war was los. Hier war was los. Also nur mal so am Rande. Ich habe hier auch ein bisschen Hintergrundgeschichte natürlich zu dieser Ortschaft. Und angeblich sollen damals hier die Dänen einmarschiert sein und haben diesen Ort so gesehen überfallen und besetzt. Das könnte natürlich passen, dass hier dann die preußischen Soldaten hier auf jeden Fall ihr Lager hatten, beziehungsweise hier natürlich waren. Aber in welchem Zusammenhang das jetzt noch alles steht, da kann ich noch nicht viel zu sagen, denn ich habe hier viel zu wenig in dieser Ortschaft gesucht und das werde ich alles nach und nach, ja, nachholen. Also weiter geht's, Leute. So, ich habe hier schon wieder so einen Teil von so einem, also ich habe hier schon wieder dieses, hier ist ein Fragmentteil mit diesem Herz. Merkwürdig. Okay, weiter, Leute. Nö, schon wieder das nächste hier mit diesem Herzen. Was ist das denn? Ja, hier war wohl jemand in Love. Weiter geht's, Leute. Ein großes Eisenteil, Leute. Okay. Wie ihr sehen könnt, auf jeden Fall auch wieder ordentlich Müll mit dabei. Viel Koksgestein. Weiter. So, was haben wir hier? Irgendwie nächste Fund. Kann ich nicht viel drauf erkennen, Leute. Das sieht aber interessant aus. Aha, das sieht irgendwie aus wie ein Knopf. Okay, ja, guck mal. Viele Knöpfe heute. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ist ja keine Münze. Oh, guck mal. Sehr, sehr schöner Fund. Super. Wow. Guckt euch das an, Leute. Ein wunderschöner Knopf. Sag bloß, der ist hinten noch komplett. Wow. Kommt so aus dem Boden. Glänzt, es ist voll silbern. Ist es, oh, ist es aber nicht, sondern Arsenbronze. Krass, sehr schön. Top, weiter, Leute. So, Freunde, hier habt ihr diesen wunderschönen Knopf. Ich finde, aus so einer Perspektive kann man viel besser erkennen, wie wunderbar die eigentlich verarbeitet sind. Und da gibt es die halt einfach in den unterschiedlichsten Formen. Und hier, ja, die bestehen immer aus Arsenbronze. Das ist ja ein sehr gutes Material, wie man sehen kann, weil die immer so, ja, 18. Jahrhundert, 1850 plus minus so ungefähr hergestellt wurden und aus dem Zeitraum stammen. Ich finde, das ist ein wirklich, wirklich toller Fund. Ich liebe diese Knöpfe und besonders mit diesen Mustern, die handgearbeitet sind. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Mal schauen, was wir noch finden. Lasst gerne auf jeden Fall ein Like da. Also ich bin heute ungefähr eine Stunde unterwegs. Das ist das Fundbild von, ja, von dem Suchbereich jetzt, sag ich mal, bis da vorne hin. Und dann dieses Kästchen hier nur. Das ist sehr, sehr gut. Das ist auffällig gut. Weiter. Hier haben wir schon wieder irgendwie einen Knopf. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Tag des Knopfes wieder, echt Wahnsinn. Viele Knöpfe, die hier liegen, und irgendwo dazwischen liegen die Münzen. Schon wieder ein Knopf, Leute. Was ist das denn? Warum so viele Knöpfe? Das ist der Wahnsinn. Also das weiß ich jetzt auch nicht, was das hier sein soll. Ein echt großes, schweres Objekt. Keine Ahnung, Leute. So, nächster Fund, Leute. Sehr cool auf jeden Fall. Ein Drehküken, so gesehen. Oben ist zwar kein Hahn drauf, aber ein richtig cooler Fund. Ja, sehr, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gut, weiter geht's, Leute. Das ist doch mal was. Bin gerade auf dem Weg zum Auto. Hab ich das hier gefunden. Ich glaube, das ist eine Erkennungsmarke. So was habe ich noch nie gefunden. So, Leute, hier habt ihr nochmal den Fund, und zwar diese Erkennungsmarke. Da kann man das ganz gut erkennen. Ich bin der Meinung, weil ich selber bei der Bundeswehr damals auch war, als es noch die Wehrpflicht gab, dass es ja ganz stark danach aussieht, dass es eine Erkennungsmarke ist der Bundeswehr, also nichts Zweiter Weltkrieg-mäßiges. Aber ihr könnt mich natürlich auch gerne belehren. Ich, wie gesagt, ist überhaupt nicht so mein Ding. Und hier ist halt auch nochmal 1990 irgendwie zu erkennen. Also bin ich der Meinung. Und ja, vielleicht hat da irgendwie ein oder andere von euch eine Ahnung. Man kann auf jeden Fall hier ein bisschen was erkennen, auch Hamburg. Und ja, mehr kann ich dazu aber nicht sagen. Also, wie gesagt, ich finde trotzdem, es ist ein, ja, schöner Fund. Es ist irgendwie doch, ja, erzählt Geschichte wiederum. Ja, lag im Boden, die gehörte irgendwem, ob das jetzt Bundeswehr ist oder Zweiter Weltkrieg oder was weiß ich, muss man natürlich schauen. Ich gehe davon aus, dass es einfach eine Erkennungsmarke ist von der Bundeswehr. Dennoch, ich finde, das ist ein schöner
fand, es ist auf jeden Fall interessant und ja, irgendwie auch wieder lustig, dass, was ist lustig, ne, aber dass jemand das verloren hat und ich das jetzt wieder gefunden habe. Okay, weiter geht's. Ja, also Leute, es war wirklich, ich habe keine Ahnung davon, wenn es eine Erkennungsmarke ist oder so aus dem Zweiten Weltkrieg, finde ich das heftig, weil sowas habe ich noch nie gefunden und das erzählt natürlich ja auch unglaubliche Geschichte, ne. Da machen wir ein Fass auf, ist der Wahnsinn. Gut, weiter. Eine Patrone, okay. So Leute, ab zur Karre. Ja Freunde, auf jeden Fall haben wir doch heute wieder ganz gut gerockt. Wir haben kein Silber mit dabei, keine Münze, aber dafür andere richtig coole Sachen. Auf jeden Fall ein schöner Tag, ey. So Freunde, da haben wir doch heute wieder ein bisschen was gerockt. Ein bisschen langsamer fahren hier. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir haben jetzt wirklich eine Stunde ungefähr gesucht. Und für diese Zeit, dieses Fundbild auf jeden Fall super. Da ja, gibt es wesentlich schlechtere Tage. Also wirklich, wirklich. Auf jeden Fall, ich würde sagen, coole Funde mit dabei gewesen. Das ist auch nicht typisch. Wir gucken mal nächstes Mal, wo wir hingehen. Denn so langsam werden hier wieder die Felder eingesät. Ja. Das ist halt einfach so. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst einen Kommentar da, Like und so weiter. Das, was ihr halt möchtet oder lasst es sein. Aber damit unterstützt ihr mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.